Ja, hallo zusammen. Freut mich sehr, dass so viele hier zusammengekommen sind. Ich will ein bisschen über File-Server reden. Und ich habe es gerade eingangs schon gesagt, das ist halt so ein Thema, wo man eigentlich denkt, das haben wir da eigentlich mittlerweile seit 20 Jahren drauf. Und dann stellt man fest, wenn man es macht, ja, nee, irgendwie doch nicht. Also ich kenne wirklich kein Thema, das ist kein Quatsch, ich kenne wirklich kein Thema, was mich immer wieder so herausfordert, weil man auch nach 20 Jahren mit Windows NT, so knapp 20 habe ich jetzt auf dem Buckel, man entdeckt immer noch Sachen, die einem völlig neu waren. Und spätestens, wenn man jetzt bei einer PowerShell-Konferenz ist und sich überlegt, wie kann ich das Ganze automatisieren, dann wird es richtig spannend. Und ich habe mir gedacht, dazu muss ich mal ein bisschen was erzählen. Ja, das ist so ein bisschen alles aus meinen ganz subjektiven Erfahrungen entstanden. Das hat jetzt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Ich habe es gerade schon gesagt, ich habe so mit NT4 wirklich ernsthaft angefangen mit Windows-Systemen. Und dass wir da irgendwann mal über so besondere Sprachen wie die Windows PowerShell reden können, dass wir überhaupt bei so einer Konferenz so fantastische Techniken sehen können, habe ich mir damals nicht zu träumen gewagt. Das war auch noch eine andere, definitiv noch eine andere Welt. Gleichzeitig hat man aber das Gefühl, dass wir so von der Ideologie hinter den File-Servern irgendwie immer noch in der alten Zeit stehen geblieben sind. Und wenn man ein Buch über die PowerShell schreibt, wie ich das letztes Jahr machen durfte, dann ist natürlich die Preisfrage, ob so Brot- und Butterfunktionen da nicht eigentlich ein ganz klares, großes Kapitel haben müssten, damit man erstmal anfängt, so die offensichtlichen, die niedrig hängenden Früchte wegzuräumen. Und die traurige Antwort ist, das kann ich vorwegnehmen, File-Services sind meiner persönlichen Meinung nach kein besonders schönes Thema im Kontext der Windows PowerShell. Weil es unfassbar viele Sachen gibt, die man vermisst, es unfassbar viele Besonderheiten gibt und weil man irgendwie das Gefühl hat, da hat irgendwie einer vergessen, was zu implementieren. Und das findet man auf ganz vielen Ebenen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass man da viel Potenzial liegen lässt, wenn man nicht aufhört, alles genau so zu machen, wie das immer schon war. Und das werde ich jetzt gleich hoffentlich deutlich zeigen können, dass wenn man sein Verhalten ein bisschen ändert, dass man tatsächlich einen großen Gewinn hat. Von daher schauen wir mal, ob ich das gleich zeigen kann und vielleicht noch ein paar Tricks mit auf den Weg geben kann, die so wirklich im Alltag helfen. Was bei der Sache ganz wichtig ist, eigentlich ist dieser Talk ist nicht unbedingt ein expliziter PowerShell, ein PowerShell-Vortrag, sondern es geht im Grunde genommen darum, wie kann man sich das Leben erleichtern. Und ich glaube, dass Kommandozeilenadministration eine Möglichkeit ist, dieses Ziel zu erreichen. Das heißt aber nicht, dass wenn man das nicht kann oder sich da nicht rantraut, dass alles das, was jetzt kommt, total uninteressant ist. Ich glaube, man kann das auch unter grafischen Gesichtspunkten sich hier ganz gut angucken und ein paar Sachen mitnehmen. Werden wir gleich sehen. Ich hatte nicht erwartet, dass wenn ich mich mit diesem Thema File-Server nochmal so für die Konferenz beschäftige, dass ich das Gefühl hatte, ich mache jetzt eigentlich I Hate PowerShell 2.0. Wer letztes Jahr hier war, der kann sich daran erinnern, dass ich eine für mich sehr tolle Sitzung halten konnte, einen sehr tolles, sehr tollen Vortrag halten konnte, in Anwesenheit von Jeffrey Snover, der sich das tatsächlich mal angehört hat, was denn jemand auch nicht so toll findet. Das Problem ist ja immer, dass wir alle so begeistert sind, dass wir halt vergessen, dass man vielleicht auch mal dazu sagen muss, wo noch so ein bisschen Verbesserungspotenzial ist. Room for improvement, wie wir so schön sagen. Und ich könnte mir vorstellen, aus dem, was jetzt gleich kommt, kann man eine Menge ableiten, wo man sagt, da muss PowerShell noch ein paar neue Lösungen anbieten. Ich habe ganz viele Sachen, sind mir durch den Kopf gegangen, was man sich so angucken könnte. Ich habe jetzt eine sehr willkürliche Auswahl getroffen, weil ich fürchte, dass in 45 Minuten, so denn das alles klappt und ich das alles zeigen kann, ich trotzdem nicht all die vielfältigen Aspekte berühren kann. Und ich habe mir mal so drei Sachen rausgepickt, die für mich so immer offensichtlich sind. Und die verstecken sich hinter diesen lustigen Titeln. Wirklich wild wird es dann in der Episode 3. Und das Gute ist, ganz egal, was jetzt so in der nächsten halben Stunde passiert, ich habe selber sehr viel gelernt, indem ich mich einfach nochmal gezwungen habe, so Beispiele, die sich über die Jahre sich zusammensammeln, die einfach nochmal zusammenzupacken in ein Verzeichnis und ganz viele Beispiele und Vorlagen für mich selber zu erstellen. Und das ist, glaube ich, genau der Hauptgrund, warum man sich
jetzt mit diesem Vortrag beschäftigen sollte, nicht um mir jetzt eine halbe Stunde zuzuhören, sondern um sich dann die ganzen Beispiele zu nehmen und die im eigenen, in den eigenen vier Wänden, im eigenen Rechenzentrum mal auszuprobieren. Das ist, glaube ich, der wirklich entscheidendste Punkt. Das heißt, egal, was ich jetzt erkläre, das wird nicht annähernd so interessant sein wie die eigene Beschäftigung mit einigen dieser Beispiele, die ich jetzt gleich zeigen werde. Gucken wir uns mal an, was so die Unberührbaren sind, habe ich das erste genannt, so die Sachen, an die wir nicht ran wollen. Was tatsächlich ein absoluter Knaller ist, ist, dass wenn man die Leute jetzt fragt, wie geht ihr denn mit euren File-Servern um? Also jetzt mal so ehrlich gesprochen. Dann gibt es genau ein Frontend, mit dem man dieses Thema adressiert. Und das ist der Windows Explorer. Und jetzt wird es bestimmt ein paar Leute im Raum geben, die sagen, ja, das machen wir so nicht. Aber wenn ich da eine statistisch belastbare Umfrage mache, dann nähern wir uns massiv den 100% an. Das heißt, eine ganz simple Freigabe zu erstellen, ist halt einfach im Windows Explorer hinzugehen, rechte Maustaste, und sich dann durch irgendeines der sich ständig ändernden Frontends durchzuklicken, wo man bei jeder kleinen Änderung nicht mehr weiß, wo ist jetzt nochmal das, was ich da gestern gesehen habe. Und auf die Art und Weise nutzt man ganz, ganz viel Potenzial nicht. Es gibt Dinge, die ich bis heute erkläre, die hat es schon 2003 gegeben. Man fragt sich so ein bisschen, woran liegt das eigentlich? Und einer der wesentlichen Punkte ist, dass der Windows Explorer relativ ungeeignet ist zur Administration von File-Shares. Aber jetzt ist natürlich die Preisfrage, ja gut, was ist es denn sonst? Wenn wir mal zurückgehen in die Zeit, dann war das früher die Computerverwaltung. Ich behaupte, die hat nie irgendjemand benutzt. Und da waren dann tatsächlich so Sachen drin, die Sie auch gleich sehen werden, schon in Windows 2000, die bis heute so ein Mythos sind, weil die einfach, die benutzt man nicht. So. Sie werden gleich so ein paar Beispiele sehen. Einer der Klassiker, so Veröffentlichen von Freigaben im Active Directory. Konnte man schon mit Windows 2000 da machen. Hat nie einer gemacht. Weiß kein Mensch, was das überhaupt soll. Und heute hört man dann natürlich immer, das macht ja keiner. Das benutzt ja eh keiner. Ja, das ist ein Henne-Ei-Problem, ne, wenn du das nicht benutzt. Dann ist ja auch klar, dass das keinen sinnvollen Anwendungsfall findet. Naja, und jetzt haben wir ja seit einiger Zeit diesen neuen Server-Manager. Und auch wenn es einem schwerfällt, da entdeckt man dann doch relativ schnell Neuerungen, die total Sinn machen. Ich habe hier nur mal einen Screenshot gemacht, wir gucken uns das gleich in der Praxis an, wo man einfach sieht, man kann da Sachen machen, die im Windows Explorer nicht gehen. Zumindest nicht so ohne weiteres. Quotas setzen, solche Geschichten, kann man nicht so einfach im Windows Explorer. Und die Preisfrage ist, warum benutzen wir das Ding eigentlich so ungerne? Wenn wir ehrlich sind, ich glaube, für File-Shares wird man eine Menge Leute finden, die das ungern benutzen. Und die ganz simple Antwort ist, weil da die Hälfte nicht funktioniert. Das werde ich Ihnen jetzt gleich zeigen, dass da tatsächlich die Hälfte nicht funktioniert. Und wenn man diese Geschichte umschiffen kann, hat man gewonnen. Der Server-Manager ist aber auf einer ganz anderen Ebene wichtig. Und ich habe schon gesagt, es geht nicht nur um PowerShell. Aber im Kontext von PowerShell ist sehr wichtig, dass man das als gemeinsames Thema begreift. Der Server-Manager ist der Beweis, dass ich den Server überhaupt remote administrieren kann. Denn das ist etwas, was immer vergessen wird. Wir haben nicht ein Remote-Administrationsprotokoll. Wir haben zwar WinRM, WSMan, aber es ist ein Mythos zu behaupten, dass darüber alles sich steuern lässt. Wir haben sehr, sehr viele Altlasten und Features, die eben sich nicht so ohne weiteres über WinRM adressieren lassen. Und dann fängt man an mit Workarounds. Und deswegen in meinen Augen ist der erste Schritt hin zu einer automatisierten Lösung, dass man überhaupt erstmal guckt, wie kann ich denn abseits von RDP-Verbindungen, die ich auf die einzelnen Server mache, da überhaupt irgendwie überleben. Der erste Schritt ist, in den Server-Manager zu gucken, was wir dann gleich machen werden. Wenn man das zu Ende denkt, wenn man das dann geschafft hätte grafisch, dann hat man natürlich auch längst verstanden, dass es dann eigentlich egal ist, ob man einen Server-Core hat, ob man einen Server with a Desktop, SAD, wie Jeffrey Snover immer sagt, also der für viele der normale Server, der Server mit grafischer Oberfläche, ob man den einsetzt oder einen Nano-Server, denn im Server-Manager sind die alle gleich. Und das ist so oft ein Missverständnis, auf das man trifft. Wenn jetzt tatsächlich in Zukunft der Nano-Server ein valider File-Share-Server wäre, das ist er im Moment noch nicht, weil viele Features da noch nicht implementiert sind, aber stellen wir uns einfach vor, das kommt, so wie wir das wollen. Dann heißt das nicht zwingend, dass ich alles komplett durch die PowerShell automatisiere. Es heißt aber zwingend, dass ich alles remote mache. Und in dem Kontext ist der Server-Manager in meinen Augen unerlässlich. Und wenn wir dann noch mal reingucken,
Was sind denn so im Alltag die Probleme? Man stellt dann auf einmal fest, ja, ich verbinde mich mit irgendeiner Kiste, weil mir irgendein Feature im Server Manager einfach noch fehlt. Wir werden da gleich den File Server Resource Manager als einen Kandidaten sehen. Hier ist es jetzt die Computerverwaltung. Naja, und dann sagt man sich, okay, das will irgendwie alles nicht, gucken wir mal, wie es geht. Und dann sind die nächsten zwei Schritte, man macht einen Remote Desktop auf die Maschine und schaltet erstmal die Firewall ab. Und eigentlich würde das Tool jetzt funktionieren, weil es sind nur fehlende Firewall-Regeln, die das hier blockieren. Aber da man jetzt eh schon mit Remote Desktop auf der Maschine ist, ist es ja auch wurscht, dann kann man auch direkt da bleiben. Und so dreht man sich im Kreis und nach 20 Jahren File-Share-Expertise ist man ja auch noch keinen Schritt weiter. Und mein Wunsch an Microsoft ist, dass sie einfach mal aufhören, out-of-the-box Konsolen im Betriebssystem anzubieten, die out-of-the-box nicht funktionieren. Meine Erwartungshaltung ist, dass wenn ich eine Rolle installiere, dann müssen die damit korrespondierenden Werkzeuge auch funktionieren. Wenn Sie einen DNS-Server installieren, habe ich die Erwartungshaltung, dass ohne Gefummel auch die DNS-Verwaltung funktioniert. Und das ist bei File-Shares nicht komplett gegeben, wie wir gleich sehen werden. Und das ist das erste Tool, mit dem ich mich beschäftigen möchte. File-Server-Management, MSC. Wir werden gleich sehen, dass es wichtig ist, Sie diese Konsolen zu merken. Stichwort UAC, das ist auch ein großes Kapitel nachher noch. Dieses Werkzeug ist etwas, was mir Bauchschmerzen bereitet. Weil wenn ich einfach die Rolle installiere, das werden Sie jetzt gleich sehen, dann funktioniert der nicht. Und es ist nicht so einfach, den ans Laufen zu kriegen. Es sei denn, Sie haben die Demo-Dateien, die ich Ihnen jetzt zeige. Denn das Gute ist, wir wollen keine Folien sehen, wir wollen das echte Leben sehen. Gucken wir mal, dass alles so funktioniert, wie ich mir das überlegt habe. Ich bin auf meinem zentralen Computer. Das ist eine Windows 10 Maschine. Und dass ich hier Windows 10 benutze, hat im Kern einen ganz einfachen Grund. Windows 10 ist das einzige valide Verwaltungswerkzeug. Ich sage nicht, dass Windows 10 toll ist. Ich sage, dass Windows 10 alternativlos ist. Ich habe hier die aktuellste PowerShell. Die könnte man noch auf einem anderen System aktualisieren. Was ich aber vor allen Dingen hier habe, sind die passenden Remote Server Administration Tools für Server 2016. Was nämlich viele Leute draußen vergessen ist, dass man nicht alle Aspekte eines Clients aktualisieren kann. Microsoft bietet keine Remote Server Administration Tools an, die ohne Einschränkung unter Windows 7 lauffähig sind für Server 2016. Das heißt, ich habe dann noch die alten, damals von Windows Server 2008 R2, naja, und die mögen bei manchen Rollen funktionieren und die mögen eben auch nicht funktionieren. Das kommt halt drauf an. Von daher ist so der erste Schritt zur Erkenntnis, bei der Konferenz hier ist das jetzt einfach, da haben das sicherlich die meisten. Der erste Schritt zur Erkenntnis ist, dass man sich nicht so viele Gedanken darüber macht, welche Betriebssysteme man jetzt mag, sondern dass man sich mehr Gedanken darüber macht, welche lösen mein Problem. Und Windows 10 ist das einzige Betriebssystem, was geeignet ist, vernünftig mit Server 2016 und älteren Maschinen umzugehen, in meinen Augen. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe halt hier den Server Manager schon installiert, die ersat sind installiert. Und jetzt kann ich natürlich hier grafisch hingehen und kann das Ding verwalten, das würde funktionieren. So, und mein erster Schritt ist, dass ich dann hier halt Rollen hinzufüge. Huch, machen wir besser den Ton hier aus. Ne? Falsches Ding. So, mein normaler erster Schritt wäre, dass ich jetzt hier hingehe und suche mir die entsprechende Maschine aus und installiere dann dort File-Server. Und der erste Vorteil, den man hier über den File-Server natürlich hat, ist, dass man direkt diese ganzen Role-Services mit angeboten bekommt. Das Spannende auch daran ist wieder, dass viele diese Rolle File-Server gar nicht wirklich installieren, weil die sagen, brauchen wir ja nicht. Und in gewisser Hinsicht stimmt das. Wenn man nämlich einfach eine Freigabe erstellt, braucht man tatsächlich die Rolle nicht installieren. Das funktioniert dann tatsächlich auch so. Und was wir jetzt hier sehen ist, ich bin hier verbunden. Diese Warnmeldung in der Laborumgebung kann ich, glaube ich, für den Moment ignorieren. Irgendwas ist immer noch in den Ereignislogs, was Ihnen nicht passt. Und jetzt kann ich hier hingehen und kann hier sagen, grafisch, ich will halt hier eine Rolle installieren. Das kennen Sie alle. Das brauche ich Ihnen nicht erklären. Ich will das nur nochmal in Erinnerung rufen. Und jetzt habe ich hier halt diese ganzen Role-Services. Und einer der Role-Services, die uns jetzt interessieren, ist halt hier der File-Server-Resource-Manager. Jetzt müssen Sie ja immer bedenken, Sie sind ja auch
schnell mit diesem Stigma behaftet, dass du warst auf der PowerShell-Konferenz, du kannst jetzt übers Wasser gehen. Das heißt, es kommen dauernd Leute an und die sagen, kannst du nicht mal eben. Und zwar von machen bis erklären. Und was wirklich der erste Schritt in meinen Augen ist, ist, dass man den Leuten einfach zeigt, nutzt die neuen Werkzeuge. Denn nur in den neuen Werkzeugen sind die Sachen, die ihr braucht. Das klassischste aller Beispiele ist ja nicht mal der Server Manager. Das ist ja Active Directory benutzt am Computer. Das Tool wird seit einem Jahrzehnt nicht mehr weiterentwickelt. Trotzdem benutzen wir das alle, weil wir das kennen, lieben, weil es schnell ist. Und das Active Directory Verwaltungsserver, Verwaltungscenter, da haben wir, tun wir uns schwer. Aber genau da sind all die Neuerungen drin, und zwar grafisch, die mir an anderer Stelle fehlen. Und wenn man den Leuten dann erklärt, ja, hier nutzt doch Active Directory Recycle Bin, dann sagen die, ja, weiß ich gar nicht, wie das geht. Ja, mach die Augen auf. In dem Verwaltungscenter kannst du es grafisch machen. Und du kannst halt eine Sache tun. Du kannst halt in dem AD-Verwaltungscenter dir einfach die Sachen zusammenklicken und kannst dann dir die Commandlets rausziehen. Und das ist auch wieder das Spannende, dass ich jetzt die Erwartungshaltung hätte, dass das immer funktioniert. Weil das ist ja genau das, ein Zitat von Jeffrey Snow, was ich jede Woche quasi wiederhole, so the GUI teaches the command line. Das ist die Grundidee, eine der Grundideen der PowerShell. Und das stimmt manchmal, das stimmt eben auch oft nicht. Das heißt, wenn ich jetzt hier durchklicke, kriege ich nicht 1:1 die Commandlets. So. Da das jetzt aber natürlich ein PowerShell-Ding hier ist, mache ich den natürlich wieder zu und wir gucken uns das Ganze in der Kommandozeile an. Das ist der Teil, der einfach ist. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, die Rollen zu installieren. Und ich bin hier einfach in meinen Augen vor allen Dingen erstmal eines, ich bin schneller. Wenn ich mir angucke, hier, das ist available, wenn ich jetzt so bestimmte Sachen installieren will, dann kann ich mir das einfach hier rausziehen. Und jetzt passiert was ganz Interessantes, was so ein bisschen aus dieser Abteilung Pleiten, Pech und Pannen in meinen Augen stammt. Na, Moment, wo ist meine Maus? Ich würde das gerne mal hier markieren. Wenn man in diesem Bereich guckt, ich habe es nicht alles erwischt, meine Maus ist ein bisschen zuppelig, also machen wir es mit dem Cursor. Wenn man sich mal die Namen der Rollen anguckt, ich sage mal so, das erinnert mich an meine Kindheit, wo wir Verstecken gespielt haben. Ja, warum heißt die Rolle, beziehungsweise das Role Service nicht einfach FSRM? Warum heißt das FS-Resource Manager, aber die ERSAT heißen ERSAT-FSRM? Also wenn man das Leuten sagt, die das zum ersten Mal machen, installiert das mal, brauchen die eine Stunde. Weil die einfach die Namen nicht finden. Und das ist in meinen Augen, da lässt Microsoft Potenzial liegen. Wenn sie das einfacher machen würden, hätten wir, glaube ich, eine Menge gewonnen. So, und Sie sehen, ich kann das angeblich installieren. Jetzt kann ich das What-If hier wegmachen. Und ich bin auf diese Art und Weise, bin ich vor allen Dingen erstmal schneller. Jetzt ist das die Ebene, die alle noch kennen. Aber der Punkt ist, wenn man jetzt weitermacht, was passiert dann? Und wichtig ist, wenn das ein Server Core ist, dann brauche ich ja, was ich dort gerade gesehen habe, die ERSAT FSRM MGMT nicht. Ich habe sie aber, wie Sie sehen, trotzdem mit installiert, weil zur Demonstration ist das tatsächlich noch ein Server with a GUI mit einer grafischen Oberfläche, aber nur um Dinge zeigen zu können, die ich ohne nicht zeigen kann, um die deutlich zu machen. Die Befehle laufen alle genauso gegen Server Core. Sie werden in wenigen Augenblicken verstehen, warum ich den mit grafischer Oberfläche aufgesetzt habe. Wenn Sie den also benutzen, und das wird die Realität sein, dann vergessen Sie nicht die ERSAT, denn die würden an der Kommandozeile sonst nicht immer mit installiert. So. Jetzt kann ich hier aus dem Server Manager, habe ich den noch offen? Jetzt kann ich hier oben den File Server Resource Manager auswählen. Ich habe ja genau diese Rolle gerade mit installiert, beziehungsweise ich sage immer Rolle. Der File Server Resource Manager ist ein Role Service. Und wenn ich den jetzt hier die Konsole dazu starte und mich verbinde, connect to another computer. Dann werden wir jetzt gleich sehen, dass das wahrscheinlich nicht funktioniert. Bis dahin sagen Sie, kennen wir alle. Willkommen in unserem Alltag. So. Weil die Administration hier über den File Server Resource Manager funktioniert nicht über WinRM. Ich muss da zusätzliche Ports freischalten. Und dann geht halt die Diskussion wieder mit der Firewall los, dass man sagt, ja gut, die Firewall schalten wir eh aus. Okay, dann hast du kein Problem. Aber das ist keine Strategie für die Zukunft. Weil wenn du irgendwann feststellst, das geht jetzt doch nicht mit dem Firewall grundsätzlich ausschalten,
dann hast du erstmal so die nächsten 2 Jahre damit zu tun, all die Regeln, die du jahrelang ignoriert hast, für dich zu finden. Deswegen ist so mein strategischer Tipp einfach, Sie sehen, hier passiert nichts, ne? Ich versuche mich zu verbinden, aber der kommt da nicht drauf. Mein strategischer Tipp ist, dass man die Firewall alleine schon deswegen nicht ausschaltet oder leichtfertig irgendwie mit wildesten, freigebigen Regeln zu versehen, damit man einfach genau weiß, welche Konsole braucht denn bitte was? So einfach, damit man das hat. Und dann wird immer gesagt, ja, die Consultants, uns, die Kollegen, muss man halt in Anführungszeichen bitten, zwingen, dass sie das dann auch dokumentieren für die entsprechenden Produkte. Hier ist es jetzt einfach, weil das ist halt Bordmittel, da können wir das selber angehen. So, gucken wir mal, wie man dieses Problem lösen kann. Und zwar alles natürlich mit PowerShell. Das Erste, was man jetzt braucht, ist, weil ich will ja jetzt nicht mit Remote Desktop auf die andere Maschine gehen, obwohl ich das gleich tatsächlich mal machen werde, um eine Sache zu zeigen. Was man jetzt erstmal machen muss, ist, dass man eine SIM-Session braucht, weil in diesem Bereich File-Services hat man immer die SIM-Commandlets, die baue ich jetzt hier auf, damit bin ich dann quasi verbunden, so als hätte ich eine offene Telefonleitung. Und jetzt kommen genau die Befehle, viele von denen haben mich echt viel Zeit gekostet. Und jetzt bitte nicht oh sagen, sondern ich will einfach damit sagen, es ist wirklich Arbeit, das im Detail rauszufinden und zu dokumentieren. Und wenn man das dann halt immer mal so halb macht, verschwendet man im Laufe seines Berufslebens unglaublich viel Zeit. Und der einfache Weg ist, dass ich mir jetzt einfach mal angucke, welche Firewall-Regeln gibt es denn hier? So, wenn ich jetzt noch meine Maus sehen würde, wäre es noch besser. Aus irgendeinem Grund sehe ich die immer nicht hier in der Sitzung. So, und jetzt haben wir schon direkt das erste Problem. Obwohl ich da schon ein bisschen was rausgefiltert habe, da kommen natürlich ohne Ende Regeln zurück. Und ich habe das jetzt schon gefiltert auf File und man weiß gar nicht, wo man so richtig anfangen soll. Und wenn man jetzt aber die alle mal durchguckt hier, dann entdeckt man irgendwann, ich habe sie da gelistet, die File-Server-Resource-Management-Geschichten. Und wenn ich dann auf der richtigen Fährte bin, dann kann ich einfach hingehen und kann sagen, jetzt filtere ich das mal ein bisschen intelligenter. Na? Machen wir hier F8. So, und jetzt gucken wir uns die mal an, wie das hier aussieht. Und entdecke, da sind die Firewall-Regeln, die ich tatsächlich brauche, um das Ganze zu aktivieren. So. Und das Spannende ist jetzt, wenn ich jetzt hier hingehe und mal diese SIM-Session hier rausnehme. Sie müssen verzeihen, wenn ich mich immer hier so ein bisschen rumhampel. Das ist ein bisschen schwierig mit dieser unsichtbaren Maus. Moment. Sekunde. So, jetzt entdeckt man nämlich was Spannendes. Man entdeckt, wenn ich die SIM-Session da rausnehme, wenn ich das also nicht remote prüfe, dann entdecke ich hier auf meinem System, entdecke ich keine Firewall-Regeln dafür. So, jetzt werden Sie sagen, ja, ist ja klar, ist ja auch ein Client. Der ist ja nicht, der hat ja diese Rolle nicht, dieses Role-Service nicht. Das stimmt, aber genau das ist jetzt ein Problem. Wenn ich nämlich jetzt Folgendes machen will, jetzt kommen wir genau zu diesem Punkt, dass ich mich gleich mal auf die andere Maschine verbinde. Wenn ich jetzt hier hingehe und eine neue Gruppenrichtlinie erstelle, dann habe ich genau ein völlig unterschätztes Problem. Sagen wir mal, wir gehen hier unten hin, erstelle eine neue Gruppenrichtlinie. Und das ist schlicht und ergreifend dass ich hier diese Regeln nicht finden werde. So, das heißt, was man ja jetzt sinnvollerweise machen würde, um für alle zukünftigen Zeiten das Problem zu lösen, ist ja jetzt gar nicht unbedingt ein PowerShell-Skript zu schreiben, sondern das in meinen Augen viel schlauere ist, eine Gruppenrichtlinie zu erzeugen. Und die macht das dann und die wende ich dann auf alle meine File-Server an, dann ist das Thema durch. So. Das werden auch viele von Ihnen gemacht haben. Das Problem ist nur, jetzt haben Sie noch mal im Kopf, Sie machen das alles mit Server Core und damit arbeiten Sie von Ihrem Client. Und zwar egal, ob Sie PowerShell haben oder grafische Werkzeuge. Und jetzt gucken wir hier rein, gehen hier in die Windows Settings,
gehen in die Security Settings und gucken uns die Firewall-Regeln an. So, oh, falsche Stelle, Sekunde, wo bin ich? Jetzt habe ich schon eine Brille, ne, und sehe immer noch die, sehe immer noch nicht genau den richtigen Punkt. Da, jetzt habe ich es gefunden. So, und jetzt kommt der alles entscheidende Punkt. Jetzt gehe ich hier auf neue Regel und gucke hier rein und stelle fest, ich finde zwar eine Menge Sachen, aber ich finde nicht das, was ich brauche. Denn da gibt es im Thema Gruppenrichtlinie gibt es ein ganz großes Missverständnis. Was so landläufig immer gedacht wird, ist, ich kann Gruppenrichtlinien vom Server machen. Kann ich erstellen, administrieren, machen wir immer so. Das ist ein großes Missverständnis. Ich sage nicht, dass das immer falsch ist, aber in der Regel ist es falsch. Und das Problem ist, die Gruppenrichtlinien können Sie immer nur dann grafisch vernünftig verwalten, wenn auf der Maschine, auf der Sie den Editor starten, die entsprechenden Regelsätze auch vorhanden sind. Und es gibt sehr viele Kollegen, Kolleginnen, die der Meinung sind, ja, das mache ich mit ADMX, ADML-Dateien. Das höre ich dann immer. Und das ist nicht wahr. Das ist ein Mythos. Die ADMX, ADML-Dateien sind nur ein kleiner Teil. Es gibt aber ganz viele Aspekte der Gruppenrichtlinien, die sich nicht über ADMX, ADML-Dateien steuern. Nämlich alles, was außerhalb der administrativen Vorlagen liegt. Und die speisen sich aus den unterschiedlichsten Quellen. Das sind manchmal lustige Registry-Keys. Das kann alles Mögliche sein. Weil dieser ganze Gruppenrichtlinienmechanismus ist ja sehr modular aufgebaut. Und da kann im Grunde genommen jede Client-Side-Extension machen, was sie will. Und das tun die auch. Und das bringt das Problem mit, es gibt nicht eine Lösung. Gruppenrichtlinien müssen Sie in der Regel auf der Maschine administrieren, die Sie als Target haben, wenn ich das so sagen darf. Also Sie schnappen sich einen Mustercomputer und richten sich so lange alles ein, bis diese Client-Maschine so aussieht, wie Sie haben wollen. Das ist die typische Strategie. Denken Sie an so Beispiele wie das Windows-Startmenü etc., wo Sie bestimmte Sachen gar nicht sehen. Und wenn Sie App-Locker konfigurieren, was sehr sinnvoll ist, weil man damit die ganzen Store-Anwendungen zum Beispiel in den Griff kriegt. Alle diese Sachen sehen Sie gar nicht auf dem Server. Der Server hat keinen Store, also zumindest nicht der unter Server 2016. Der hat nicht die Anwendung. Sie können keine Regeln für App-Locker erstellen, wenn Sie die Anwendung nicht haben auf der Maschine. Also worauf ich schlicht hinaus will, ist, jetzt auf dem Client zu versuchen, hier alles zu konfigurieren, ist doof. So, jetzt müssen Sie einmal fotografisches Gedächtnis haben und sich merken, was da steht und was da nicht steht. Sie werden da nichts mit Remote File Server Management oder so finden. So, was jetzt kommt, ist genau der eine Grund, warum ich diese Maschine grafisch installiert habe. Jetzt kann ich nämlich einmal Folgendes machen. Jetzt switche ich mal einmal auf die andere Maschine. Und zeige Ihnen, dass das da sehr wohl vorhanden ist. So. Ich nehme mich mal hier an. Und wenn Sie sich jetzt wundern, warum ich das so lange atmig erkläre, das ist ein ganz einfacher Grund. Ich könnte natürlich die vier Skripte abfeuern und dann läuft das. Aber ich will ja, dass Sie aus meiner Sicht der Dinge das Problem erkennen. Ne? So. Hoppala. Ich kann das Ergebnis schon mal vorwegnehmen. Wenn ich jetzt auf dieser Maschine den Gruppenrichtlinien-Editor starte, dann habe ich da Regeln und genau die brauche ich. Und wenn ich mir jetzt vorstellte, dass das ein Server-Core sei, was ja der Normalfall in Server 2016 sein soll, und vielleicht in Zukunft sogar ein Nano-Server, wo ich mich gar nicht mehr anmelden kann, nicht mal mehr an der Kommandozeile, dann ist natürlich völlig klar, wie bitte will ich dann auf dieser Maschine sowas wie GPMC-MSC ausführen? Die Antwort ist gar nicht. Also brauche ich eine andere Strategie. Oh, ja. Auch wieder so ein kleines, gemeines Problem. Ich starte mal den Server Manager. Den gibt es natürlich. Immer vorausgesetzt, dass das Startmenü den auch findet. Ja, diese Maschine hat gar keinen Gruppenrichtlinien-Editor. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig verwunderlich. Den kann man aber natürlich nachinstallieren. Und das können wir jetzt mal eben kurz tun. Ich weiß, dass das nicht so spannend ist, was ich jetzt mache, aber das hat einen ganz wichtigen Grund, dass ich das Ihnen tatsächlich aufzwinge. Genauso ist der Alltag. Du klickst da stundenlang rum für irgendeine Kleinigkeit. Man verliert jetzt auch schon wieder die Sicherheit, oder? Ich muss das wieder deinstallieren, wenn ich meine Gruppenrichtlinie fertig gebaut habe. Wenn ich nicht möchte, dass jeder da in den Gruppenrichtlinien rumpasst.
Naja, das mache ich nicht über die, in meinen Augen mache ich das nicht über die Werkzeuge. Jemand, der das Recht nicht hat, der kann ruhig die Konsole finden. Das macht nichts. Aber Sie haben natürlich recht, wir wollen den Ballast nicht haben. Ne? Das ist ja der Grund. Wir wollen einfach, dass die Systeme so miniaturisiert sind, wie es geht, weil wir dann erfahrungsgemäß weniger Stress haben. Und das ist in meinen Augen so der große Klimawechsel in der Windows-Welt. Wir wollten jahrelang zum Beispiel Hypervisoren haben, die sehr klein sind, weil die anderen Produkte am Markt das vormachen, wie man das richtig macht. Jetzt haben wir Nano-Server gekriegt, jetzt müssen wir uns mit dem Ding auseinandersetzen. Und im Grunde genommen, auch wenn es heute um File-Server geht, sind die Probleme sind immer die gleichen. Ja, ich drehe mich im Kreis, es gibt Sachen, die funktionieren out of the box, aber es gibt mindestens genauso viele Sachen, da hänge ich an den Kleinigkeiten. So. Ich installiere jetzt die Gruppenrichtlinien, Verwaltungskonsole und dann werde ich sehen, es gibt da tatsächlich einen Regelsatz für. So, und jetzt stellen wir uns vor, wie kriege ich den denn auf meinen Computer, wenn ich das eben genauso nicht machen will. Und das ist tatsächlich überraschend kompliziert. Der wird hier gar nicht gelistet, ne? Zumindest nicht, wenn der neu ist. Aber jetzt haben wir den ja hier und dann können wir den ja mal eben hier aufrufen. Zweiter Versuch. Die Gruppenrichtlinie habe ich ja sogar noch. Und wenn jetzt sich jetzt jemand im Video anguckt, dann hat er halt den großen Vorteil, ja, oder man kann dann zurückspulen und gucken, ob das denn wirklich da nicht ist. Ne? Man kann, aber es, vor allen Dingen kann man es ausprobieren. So, und dann gehen wir hier rein, gucken nochmal nach den Firewall-Regeln. Gehen hier in die... Na, ist er fertig. Gehen hier in die Security Settings. Und stellen fest, Inbound Rules, neue Regel. Und zack, und zack. Und hier werde ich jetzt etwas finden, was ich brauche. Nämlich die. Also, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich bin total genervt. Ich habe da keinen Bock drauf. Also, das darf nicht mein Alltag sein, dass ich bei jeder Rolle irgendwie solche Klimmzüge mache. Jetzt könnte ich natürlich, wenn ich jetzt so im Alltag ein schlauer Fuchs bin, gehe ich jetzt hin, erstelle mir hier einmal die Gruppenrichtlinie, das ist gut. Dann sind die Regeln da drin. Weil ja wahrscheinlich alle im Raum wissen, dass dieser Vorlagenmechanismus, den die Gruppenrichtlinien bieten, ja quasi ungefähr dem entspricht, als hätten sie eine Form, die sie an die Wand halten und dann so mit so einem Spray darüber gehen. Das Bild bleibt ihnen erhalten, auch wenn sie die Vorlage wegnehmen. Das heißt, wenn ich einmal eine Gruppenrichtlinie habe, wo die Regeln drin sind, dann spielt es gar keine Rolle, dass ich das auf einer anderen Maschine gar nicht zu sehen bekomme. Gleichzeitig ist das aber natürlich auch eine Gefahr, weil das natürlich total verwirrend ist, dass ich dann weiß, da sind Regeln drin, die sehe ich gar nicht. So. Deswegen ist das alles Murks. Haben Sie verstanden? Wie machen wir es besser? Wir gehen zurück auf den Client und gucken mal, ob das, was ich da gemacht habe, funktioniert. Was ich jetzt hier machen kann, ich habe jetzt hier die Gruppenrichtlinien gefunden, das kann man wunderbar über PowerShell auslesen. Und jetzt kann ich halt hingehen und kann sagen, ich aktiviere die. Lokal finde ich die nicht, das hatten wir schon, und jetzt kann ich die aktivieren. So. Und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, dann sollte es so sein, dass der File-Server-Resource-Manager jetzt funktioniert. Das heißt, wir gehen hier nochmal drauf. Verbinden uns wieder. Und CSV2. Und zack, funktioniert der. So. Aber jetzt brauchen Sie noch nicht in irgendwelche Jubelstürme auszubrechen, weil das hilft uns ein bisschen, aber das hilft uns nicht auf lange Sicht. Weil das ist jetzt wieder die Situation, wo dauernd jemand zu Ihnen kommt und sagt, kannst du mal eben. Weil das ja dann nie aufhört. Was ich jetzt eigentlich will, ist, dass ich, nachdem ich verstanden habe, wie ich das finde und aktiviere, dass ich daraus eine Gruppenrichtlinie mache. Und da wird der Holger Voges noch ein bisschen was zu erzählen zur Gruppenrichtlinienadministration mit der PowerShell. Die meisten wissen, da geht vergleichsweise wenig, aber ein bisschen was geht. Und gucken wir mal, ob mir das hier gelingt.
Was ich nämlich jetzt vorhabe, ist, dass ich diesen Regelsatz automatisch nehme und daraus eine Gruppenrichtlinie mache. Das heißt, ich habe dann die Möglichkeit, die Option, das können Sie sich aussuchen, ob Sie das entweder einfach automatisieren und dann eben immer die Regeln freischalten oder ob Sie sagen, ist wurscht, ich mache eine Gruppenrichtlinie und die Kollegen brauchen einfach nur den Server in die richtige U packen und dann läuft er. Und dann funktioniert auch Out-of-the-Box File-Server-Resource-Management. Und das können Sie, dieses Beispiel, das ist genau das, ein Beispiel, das können Sie auf 1000 Sachen übertragen. Ja? Jetzt funktioniert das Ganze. Ich habe in das Skript noch reingeschrieben, wie man das Ganze dann auch wieder deaktiviert. Das führe ich jetzt natürlich nicht aus. So. Und jetzt kommt man zu dem, was ich habe, diese Beispieldatei habe ich den Heiligen Gral genannt, weil ich einfach irgendwann so genervt war von diesen Commandlets. Das muss ich ganz ehrlich zugeben, weil es ist hier wirklich vieles nicht so wirklich richtig toll. Ich kann jetzt hier Folgendes machen. Ich verbinde mich jetzt als allererstes nochmal, um Ihnen auch das zu zeigen. Ich verbinde mich nochmal neu mit dieser Maschine. Und da muss ich jetzt gleich einen kleinen Trick anwenden. Aber erstmal gucken, ob ich mir vernünftig Benutzernamen und Passwort eingebe. So. Wir gucken nochmal, ob das Ganze funktioniert. So. Und da ist jetzt irgendwas schiefgegangen. Was stört ihn? Ah, okay, den hat er nicht. Versuchen wir nochmal einen zweiten. Versuch. Es kann sein, dass ich noch eine Regel erstellen muss, dass er CRED-SSP nimmt. Das ist jetzt aber gar nicht so wahnsinnig wichtig. Ich lasse Ihnen das in den Beispielen drin. Ich prüfe das nochmal. Wenn nicht, können wir da nochmal gucken. Im Anschluss. Jedenfalls, was ich jetzt nochmal mache, ich wollte Ihnen einfach nochmal zeigen, wie man die Verbindung wieder aufbaut, wieder anlegt. Und der Grund, dass ich jetzt hier CRED-SSP ausgewählt habe, ist, ich komme jetzt gleich in dieses berühmte Double-Hop-Problem. Das entsteht immer dann, wenn ich mich auf, ich sag mal, Jumpbox, mich auf eine Maschine verbinde und von der dann mich weiter verbinde. Und genau das ist bei der Konfiguration, die jetzt hier erforderlich ist, kann das zum Problem werden. So. Was ich jetzt jedenfalls mache, ich nehme das nochmal eben raus, damit das jetzt eben funktioniert, damit diese Demo jetzt nicht eine Ewigkeit dauert. Oder vielleicht habe ich mich auch einfach beim Passwort vertippt. Nee, scheint zu funktionieren. So, was man nämlich jetzt einfach machen kann, ist, dass man einfach hingeht und sagt, ich nehme diesen Regelsatz, den ich gefunden habe. Guck mal, ob ich schon eine habe, die dazu passt. Ne, habe keine gefunden. Okay, dann können wir mal eine neue erstellen. Dann erstelle ich hier mal eine neue GPO. Das kann man ja machen. So. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann sehe ich sehr schnell, dass das jetzt noch in Anführungszeichen eine leere Gruppenrichtlinie ist. Leer heißt, das ist halt eine Hülle, da ist aber noch nichts drin. So. Wenn ich mir dort jetzt angucke, welche Firewall-Regeln da drin sind, Sie sehen, da kommt nichts zurück. Die ist halt wirklich, wirklich, wirklich leer. Und jetzt kann ich einfach Folgendes machen. Jetzt kann ich einfach hingehen und kann einfach sagen, ich hole mir die Firewall-Regeln und ich kopiere mir die Firewall-Regeln in diese neue Gruppenrichtlinie. Und das ist genau das, was ich jetzt hier mache. Und jetzt gibt es nur ein kleines Problem. Dieser Befehl, den ich hier ausführe, der wird jetzt wahrscheinlich, wenn die CRED-SSP-Sitzung nicht funktioniert hat, wird der nicht wirklich funktionieren. Weil Sie sehen, ich hab den noch im What-If-Modus. Da müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Ich denke, dass ich vergessen habe, das zu erlauben. Wenn ich das jetzt alles noch nachhole, dann geht die Session ein bisschen zu lang. Aber Sie werden mir glauben, wenn Sie das erlauben, dann wird das funktionieren. Und dann haben Sie tatsächlich mit diesem Code, haben Sie so eben eine Gruppenrichtlinie erstellt, die genau die richtigen Regeln hat. Und das ist das, worum es mir eigentlich geht. Diese langatmige Erklärung hat wirklich nur einen einzigen Sinn. Ich will Ihnen zeigen, dieses ewige Gefummel muss aufhören. Wir brauchen einen verlässlichen Weg, wie wir sowas wie Firewall-Regeln finden. Das ist mit der PowerShell vergleichsweise gut machbar. Und wir können den dann darüber, können wir das Ganze dann adressieren. Ja. Diese Befehle sind nicht so besonders leicht zu finden. Ja, Sie sehen, das ist genau dieses Authentifizierungsproblem. Ich dachte, ich hätte es vorher angeschaltet, tut mir leid. Aber es ist wirklich nur diese eine Zeile und dann haben Sie eine Gruppenrichtlinie und sind die Sachen da. Das kann ich Ihnen sehr empfehlen. Ich packe Ihnen noch den zusätzlichen Code, den man braucht, um das zu konfigurieren, da rein. Was ich jetzt nicht gemacht habe, das Double-Hop-Problem werden viele kennen,
Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, die dafür notwendigen Anpassungen am Active Directory zu machen. Man kann das halt erlauben, diesen Double Hop, man kann Kerberos-Delegierung machen. Wenn Sie das einstellen, dann geht das alles. Das Problem ist, auch das ist wieder relativ aufwendig. Aber Fakt ist, wir haben einen Weg gefunden, wie man Gruppenrichtlinien nutzt, ohne dass man wirklich einen grafischen Server braucht. Wir können das Ganze alles remote machen. Das ist der eigentlich interessante Punkt. Das ist das Erste. Kommen wir zurück zu dem hier. Ich habe das Ganze nochmal dokumentiert, weil ich habe gerade gesagt, wer das Video guckt, der kann dann zurückspulen. Aber hier kann man jetzt sehr schön sehen, die beiden Screenshots nebeneinander. Und Sie sehen, da fehlt einfach was an der entsprechenden Stelle. Ja, genau das haben wir gesehen. Das sind nochmal die wichtigsten Befehle. Was Sie dann am Ende kriegen... Ich habe ja gesagt, was man schon immer irgendwie mal wissen wollte und nie so richtig darüber diskutiert. Der File-Server-Resource-Manager bietet mir halt Dinge, die ich an anderer Stelle nicht wirklich finde. Das ist der entscheidende Punkt. Wie zum Beispiel Quotas auf Ordnerebene und ähnliches mehr. Ich muss mich ein bisschen sputen. Das, was wir auch gleich noch sehen werden, ist, wie ist das mit Laufwerksmappings? Wie ist das mit Freigaben? Ich will natürlich zum Schluss gleich noch so auf die wirklich alltäglichen Probleme eingehen. Und auch da fällt mir wieder auf, wenn ich jetzt zum Beispiel mir Freigaben angucke, dann entdecke ich halt einfach, es gibt die Möglichkeit, Laufwerksmappings zu machen. Das machen ja viele in Anmeldeskunden. Und wenn Sie dann das ausprobieren, stellen Sie fest, ja, es gibt in der PowerShell 3 Möglichkeiten. Es gibt immer noch NetUse, das funktioniert hier auch wunderbar. Es gibt New SMB Mapping und es gibt New PS Drive. Raten Sie mal, welcher von den dreien wirklich zuverlässig funktioniert. Sie ahnen es schon, die erste, die alte, die klassische Variante. Weil B und C kranken daran, dass die gerne in bestimmten Kontexten ihre Laufwerke vergessen. Das heißt, wenn mich jemand fragt, wie kann ich denn in meinem PowerShell-Skript ein Laufwerksmapping machen, ich will das nicht länger mit NetUse machen, dann ist meine Antwort NetUse. Weil das ist leider Gottes die einzige verlässliche Möglichkeit. Ich habe nicht so viel Zeit, deswegen will ich das jetzt nicht hier Ihnen noch zeigen, aber probieren Sie es aus, der Beispielcode ist da drin. Dann gibt es noch so Sachen, auch dazu habe ich Ihnen Demos reingelegt. Dann gibt es noch so Sachen wie Repass Points, Junctions, Symlinks etc. Ich habe mal ganz viel Beispielcode zusammengestellt, wie man das in der PowerShell verwaltet. Da sind Sachen dabei, die benutzt man einfach nicht, obwohl es sie schon ewig gibt. Hardlinks im Dateisystem zum Beispiel gibt es schon seit Windows 2000. Und ich habe Ihnen mal die ganzen Beispiele zusammengestellt in den Demo-Dateien, wie man sich das angucken kann. Wenn Sie dann fragen, ja, wie mache ich das in der PowerShell? Manches geht mit GetItem und ähnlichen Elementen, aber es geht auch sehr vieles nicht. Das ist die traurige Wahrheit. Das Gleiche gilt für Volumen-Schattenkopien. Auch wenn man das in der PowerShell sich angucken will, enorm komplizierte Geschichte. Das Werkzeug, was am Ende am besten funktioniert, ist VSS-Admin. Und das ist traurigerweise genau das, was Sie immer schon benutzt haben, weil da fehlen einfach die PowerShell-Commandlets. Schauen Sie sich die Beispiele an. Wie gesagt, wir haben nicht so viel Zeit, deswegen, ich habe die alle zusammengestellt, aber wir haben einfach das Problem, ich das leider nicht alles zeigen kann. Was ist das Problem an diesen ganzen Geschichten, warum uns das so verwirrt? Hardlinks, Symlinks, Softlinks, das kennen wir alles natürlich aus der Linux-Welt. Wir haben gehört, dass es das da gibt oder lange mitgearbeitet haben. Die verhalten sich unter Windows aber zum Teil sehr anders. Und wenn man sich das dann hier mal anguckt, ich habe das hier zusammengestellt, warum will man das überhaupt irgendwie benutzen? Naja, weil man die Vorteile von anderen Plattformen kennt. Du kannst symbolische Einträge erstellen, Einstiegspunkte erstellen und hast dann hier das Problem, dass du auf einmal feststellst, ach ja, guck mal, wenn ich jetzt einen Hardlink zum Beispiel erstelle, dann funktioniert der auch über eine Freigabe. Ein Symlink funktioniert nicht über eine Freigabe. Muss man auch erstmal drauf kommen. Ist in der Linux-Welt zum Teil anders. Je nachdem, wie das implementiert ist. Warum gibt es das alles überhaupt? Weil das System das intern benutzt. Das sehen Sie in den Beispielen, die ich Ihnen hier zusammengestellt habe. Kommen wir zum letzten Teil. Das, was, glaube ich, die größte Herausforderung ist, und dazu will ich Ihnen jetzt sehr gerne noch was zeigen. Ich hoffe, da haben wir noch ausreichend Zeit für die 5 Minuten. Das größte Problem ist, dass wir immer da hingehen und sagen, wir wollen halt gerne im Explorer arbeiten, weil wir das so gewöhnt sind, weil das alle so machen. Dann stellen wir fest, die User Account Control, die ärgert uns da ganz erheblich. Und der simple Hintergrund ist,
dass wir halt, wenn wir mit Domain-Admin-Konten etc. arbeiten, dann haben wir einfach das Problem, dass die herausgefiltert sehr werden, was man hier unten bei WhoMI sehr gut sieht. Und wenn man dann versucht, den Windows Explorer als Admin zu starten, stellt man fest, dass das nicht so ohne weiteres geht. Ich werde Ihnen aber gleich zeigen, dass das sehr wohl geht. Und das hat dann den Effekt, dass wenn ich halt lokal irgendwelche Ordner erreichen will, dann habe ich einfach das Problem, dass das schlicht nicht geht. Wenn ich versuche, den als Administrator zu starten, muss ich mir einen kleinen Trick zunutze machen. Den zeige ich Ihnen jetzt gleich zum Abschluss. Ich muss einen Registry Key anpassen. Dann funktioniert auch das. Bitte. Ich habe einen ganz trivialen Trick von Explorer als Admin. Task Manager, alle Prozesse anzeigen, bin ich elevated. Dann den laufenden Explorer im Task Manager abschließen und einfach neu starten. Das Problem ist, es gibt ja durchaus auch gute Gründe, warum man das nicht will. Ne? Du willst ja nicht alle deinen gesamten Desktop erweitern in den Rechten. Die Preisfrage ist, ob das wirklich ein einfacher Workaround ist. Das ist der Punkt. Also ich erwarte eigentlich so rechte Maustaste, Run as Explorer. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Und dann fürchte ich, ist die Zeit schon abgelaufen, was sehr schade ist. Aber ich kann versprechen, ich habe ganz, ganz viele Demo-Sachen zusammengestellt und hoffe, dass Sie sich das angucken. Und dann werden Sie sagen, wie schade, dass wir da nicht noch viel mehr Zeit für hatten, dass wir das alle mal durchgehen können. Was ich Ihnen ganz gerne zeigen will, ist, einmal kurz so dieses Grundproblem gezeigt. Das ist kein Unterschied, ob ich das unter Windows 10 mache oder auf irgendeiner anderen Plattform, auf dem Server etc. Wenn ich hingehe, einen Ordner erstelle und in die Eigenschaften hineingehe, gehe hier auf Security und mache jetzt das, was alle machen sollten. Ich entferne hier einfach mal die ganzen vererbten Berechtigungen und denke mir, ich bin ja ganz schlau, ich packe jetzt hier einfach mal nur die Domain-Admins rein. Ich kann versichern, ich bin Domain-Admin. Ja, sondern habe ich natürlich das Problem, jetzt hier draufklicke, da komme ich hier anschließend nicht mehr rein. So, warum ist das so? Ja, weil ich halt WhoMI groups for list, weil ich halt einfach das Problem habe, dass wenn man sich hier mal so die Konten anguckt, ne, das ist nicht die richtige, dann sieht man hier, die Benutzerkontensteuerung erlaubt uns halt nicht, dieses Recht des Domain-Admins-Sein wirklich auszuüben. Das ist der eigentlich entscheidende Punkt. Und jetzt würde ich natürlich erwarten, dass ich einfach sowas mache wie, ich starte hier zum Beispiel mit PowerShell Elevated. Das habe ich hier gemacht. Das erkennt man übrigens an den roten Klammern bei mir. Mein Prompt guckt das nach. Auch die Funktion habe ich Ihnen in die Unterlagen gelegt. Und wenn ich jetzt hier reingucke, dann entdecke ich hier ist sie aktiv, ne? So, das Problem, mit dem wir halt alle unterwegs sind, ist, wenn ich jetzt hier einen Explorer draus starte, dann ändert sich nichts, weil der nicht wirklich in seinen Rechten erweitert wird. So, guckt man sich das hier an. So, das war der falsche. Und hier war der New Folder, ich habe den ja nicht umbenannt, sondern hat man hier das altbekannte Problem. So, an der Kommandozeile könnte ich da durchaus rein, da habe ich gar keinen Stress mit. Da gehe ich hier CD New Folder. So, mache ich ein Dir, das geht alles. Da kann ich auch was reinlegen und so weiter. Das ist nicht das Problem. So, und das Rätsels Lösung für solche Probleme ist, ich brauche einen Registry Key. Ich habe den gerade schon gezeigt. Ich habe den mal hier hinterlegt in den Favoriten. Dieses Ding hier, den muss ich loswerden. Und wenn ich jetzt den versuche zu löschen oder umzubenennen, dann habe ich das Problem, dass ich das nicht so einfach kann. Weil das gehört dem Trusted Installer und dann muss ich erst den Besitz übernehmen und so weiter und so fort. Finden Sie alles in den Unterlagen. So. Und wenn ich dieses Problem jetzt wirklich adressieren will, dann muss ich Folgendes machen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo mein Skript ist, das ich Ihnen mitgebracht habe. Wo ist es denn? So. Liegt alles in den Unterlagen. Dieses Skript sorgt automatisch dafür, dass das Ganze angepasst wird.
So, und jetzt habe ich halt die Möglichkeit, wenn ich jetzt einen Explorer starte, das ist übrigens auch sofort scharf. Ich kann das hier sofort starten und gucken, ob es schon funktioniert. So, und jetzt komme ich hier rein, weil jetzt ist mein Prozess elevated. Aber es gibt für den Alltag eigentlich keinen Grund, das wirklich so zu machen, weil es gibt noch eine viel einfachere und simplere Geschichte und die will ich Ihnen noch zeigen. Sie können nämlich einfach vermeiden, dass dieses Problem überhaupt auftritt. Und nein, es ist nicht User Account Control ausschalten. Das zeige ich Ihnen gleich. Ich will aber noch eine Sache Ihnen zeigen, die ganz, 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 ganz wichtig ist, für die wir unbedingt die Zeit finden müssen. Und da gehen die Credits an den Kollegen Lee Holmes, einer aus dem PowerShell-Team, der das in seinem Kochbuch zum Beispiel mal erklärt hat. Dieses Skript, was ich gerade gestartet habe, erlaubt Ihnen, noch einen anderen Weg zu gehen. Und jetzt bitte die Sachen nicht miteinander verwechseln. Das gerade eben war ein reines User-Account-Control-Problem. Da biete ich Ihnen gleich zum Abschluss noch eine andere Lösung für an. Aber Sie haben ja auch schon mal Verzeichnisse, die darf man halt wirklich nicht lesen, weil man da halt wirklich nicht rein soll. Zum Beispiel User-Verzeichnisse, ne, wo die Leute ihre privaten Daten haben. Da sollen sie normalerweise nicht rein. Jetzt gibt es aber Ausnahmesituationen, wo man dann doch mal da rein muss. Und das zeige ich Ihnen am folgenden Beispiel. Hier zum Beispiel darf ich nicht rein. So. Jetzt kann ich dem System aber sagen, hör mal du, ich bin ein Backup-Programm. Dann dürfen Sie das. Weil wenn das nicht so wäre, dann hätten Sie das Problem, ja, wie soll ein Backup-Programm dann seinen Job machen? So, ein Backup-Programm soll natürlich Sachen sichern, auf die Sie eigentlich als derjenige, der das Backup-Programm startet, gar nicht die Zugriffsrechte haben. Und genau das machen wir uns jetzt hier zunutze, und zwar, indem wir hingehen und nochmal nachgucken in die Systemprivilegien, wie das Ganze hier aussieht. Und falls Sie sich jetzt wundern, dass ich hier diese alten, bekannten Werkzeuge wie HoMI und so benutze. Nein, das sind die besten Werkzeuge. Dafür gibt es keine bessere PowerShell-Alternative. So, und wenn Sie jetzt hier umgucken, dann sehen Sie, das SA Backup Privilege, rechte Seite, steht Disabled. Das ist der Grund. Ich kann da nicht rein. Ich bin ja kein Backup-Programm. Und das Gute ist, dass Sie jetzt einfach hingehen können und können sagen, mit diesem Skript, was ich gerade geladen habe, diese Funktion, Set Token Privilege. Jetzt können Sie sich das Privilege aussuchen. Ich will gerne das Backup-Privilege haben. Wenn ich jetzt Enter drücke, gibt er mir das für den aktuellen Prozess. Sie können auch eine ID eingeben, eine Prozess-ID, dann macht er das für die. So. Und damit können Sie dann zum Beispiel sich einen Total Commander oder vergleichbare Produkte starten und der ist dann Backup. Da kommen Sie in alles rein. So. Das habe ich jetzt gemacht. Sie dürfen sich nicht wundern, wenn er immer sagt False. Das ist nur so der Return-Wert, dass das vorher False war. Jetzt ist das True. Und jetzt kann ich halt hingehen und in das Verzeichnis, in das ich gerade eben nicht reinkam, komme ich jetzt problemlos rein. Das heißt, das sind so die beiden Sachen, die in der Praxis ganz oft wirklich Probleme lösen, dass man zum einen nicht weiß, wie kriegt man denn den Admin, wie kriegt man denn den Explorer vernünftig gestartet. Viele nehmen dann den Total Commander. Und Total Commander ist für mich immer ein Genrebegriff. Das Produkt ist toll, aber es gibt auch viel Konkurrenz. Können Sie genauso benutzen. Also ein vom Explorer unabhängiges Programm. Ja, und das Zweite ist halt einfach, wie komme ich in Verzeichnisse, wo ich eigentlich nichts zu suchen habe. So. Jetzt kommen wir noch zum Abschluss. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen. Ich habe so viele Sachen vorbereitet, für die wir jetzt nicht wirklich Zeit haben. Ich hoffe, Sie nehmen sich wirklich die Zeit, einfach draußen gleich nochmal mit mir zu sprechen und sich dann auch die Beispiele anzugucken. Weil da ist noch so viel mehr drin, über das ich gerne reden würde. Aber der wichtigste Tipp zum Abschluss. Man muss diesen Explorer nicht unbedingt als Administrator starten, um an Dateien zu kommen. Es gibt nur einen ganz simplen Trick. Benutzen Sie einfach immer nur Gruppen, die Sie selber erzeugt haben. Ich habe die, um das ganz plakativ zu machen, ich nenne die einfach Seattle Domain Admins. Das sind alle Leute, die eigentlich Domain Admins sein sollen. Und ich packe die User nicht direkt in die Gruppe der Domain Admins, sondern ich packe die erst in die Gruppe der Seattle Domain Admins. Und dann anschließen wir diese Gruppe Mitglied in der Gruppe der Domain Admins. Und welchen Effekt hat das? Probieren Sie es aus. Gruppen, die Sie selber angelegt haben, werden aus Ihrem Token niemals rausgefiltert. Das heißt, Sie kommen komplett an diesen Problemen vorbei. Sie benutzen einfach nicht mehr die Domain Admins, sondern Sie benutzen Ihre eigenen Domain Admins. Und durch die Verschachtelung der Gruppenmitgliedschaften ist alles genauso wie immer. Das ist der ganz simple Trick. Und damit sind dann alle zufrieden, ganz egal, ob
ob Sie jetzt gerne grafisch arbeiten oder PowerShell-Skripten, weil das Problem ist im Grunde das Gleiche. Na? Alle Sachen, die ich Ihnen hier zeige und noch tausend Sachen mehr, kriegen Sie angezeigt. Letztes Wort zum Thema Dateiberechtigung. Da wollte ich eigentlich die Zeit für finden, Ihnen ganz viel zu zeigen. Die haben wir jetzt nicht, aber ich kann das ganz kurz hier mit der Folie machen. Wie setzt man denn eigentlich Dateiberechtigung? Und auch da ist wieder, ja, mit der PowerShell, das stimmt, aber mit iCuckles. Das ist nicht entweder oder. Es gibt ganz viele von diesen klassischen Werkzeugen, ob es HMI ist, ob es Robocopy ist, ob es iCuckles ist, die machen total Sinn im Kontext der PowerShell, weil sie können ganz einfach mit Variablen arbeiten, sie können das kombinieren, sie müssen sich halt nur damit anfreunden, dass sie von denen keine Objekte zurückkriegen. So. Und iCuckles ist in meinen Augen nach wie vor das Mittel der Wahl. Denn GetACL, SetACL, das können Sie alles benutzen. Ich finde das vergleichsweise benutzerunfreundlich. Und ich habe Ihnen ganz viele Beispiele da reingelegt, die das Ihnen zeigen. Und vielleicht noch ein letzter Aspekt. Hier ist das nochmal mit dem Backup-Privilege. Es gibt von meinem Kollegen Raimund André, der rennt hier auch rum, da gibt es ein eigenes Modul. Das kann ich durchaus auch sehr empfehlen. Aber mir geht es so ein bisschen wie dem Kollegen Schröder, der gesagt hat, er arbeitet bei seinen Hacker-Tools immer mit PowerShell 2, weil das ist so der kleinste gemeinsame Nenner. Und das Problem mit externen Modulen ist, ich muss sie halt irgendwie auf die Rechner kriegen. Und deswegen ist mir Notepad im Zweifel lieber als Notepad++. Auch wenn natürlich klar ist, welche Software gewinnt. Und in dem Sinne ist iCuckles total verlässlich. Das haben sie überall. Und das Modul, was vielleicht viel besser ist, haben Sie nicht unbedingt. Deswegen müssen Sie sich entscheiden, wie Sie arbeiten. Dieses Modul ist wunderbar. Wenn Sie als Consultant unterwegs sind, ist vielleicht iCuckles nach wie vor so aktuell wie immer. Das ist die traurige, aber vielleicht auch die gute Wahrheit. Ich hoffe, ich habe ein bisschen was zeigen können, was Ihnen weiterhilft. Und für diejenigen, die immer noch unglücklich sind, weil sie wollen nicht PowerShell skripten, der Helge Klein, ein guter Kollege, das ist jetzt unbezahlte Werbung, es ist Freeware. Aber es ist eine Werbung, die ich gerne mache. Er hat vor einiger Zeit Setacle Studio freigegeben, das ist Freeware. Wer also ein grafisches Werkzeug sucht, weil er sagt, nee, also dieses iCuckles-Gefummel, trotz all der Demo-Dateien, die Sie von mir kriegen, das ist nicht meins, dann nutzen Sie das. Entschuldigen Sie das Überziehen. Ich freue mich auf ganz viele Fragen. Ich glaube, das machen wir dann gleich einfach draußen, damit wir den Kollegen nicht blockieren. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit. Und gerne draußen.